Ich bin hier wieder auf der Frankfurter Buchmesse und bin ein bisschen durch den katholischen Gemeinschaftsstand durchgegangen, also durch die katholischen Verlage. Und da liegen die Mitteilungsblätter von Maria 2.0. Das habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Und Sie sehen hier auf dem Deckblatt unseren Bischof, unseren Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Betzing mit Frau Dr. Irme Stetter-Karp, die Vorsitzende des CDKs. Das sind ja die beiden Vorsitzenden des Synodalen Weges und die lassen sich irgendwie hier von einer Dame von Maria 2.0 irgendwie segnen. Und hier ist ein Foto von Bischof Betzing in der Synodalversammlung. Sie sehen, mit einem Schal von Maria 2.0. Ja, das ist, als ob er praktisch sich als Fan bekennt dieser extravaganten feministischen Gruppe, die nichts anderes macht, als gegen die katholische Kirche zu agitieren. Das ist wirklich ein Skandal.